Herzlich willkommen zu den Nachrichten der DW. Mein Name ist Mike Meuser und das ist das Wichtigste in Kürze. Hier ist das Journal von DWTV aus Berlin. Ich bin Mike Meuser. Schönen guten Tag. Deutschland ist zum vierten Mal Fußball-Weltmeister. Was für ein Finale. Ein schönes Geschenk an die Fußballwelt und eine arge Herausforderung für die Nerven von Deutschen und Argentiniern. Die beiden derzeit besten Mannschaften der Welt auf Augenhöhe und eine Entscheidung, die erst sehr spät fiel. Und sie werden wohl feiern die ganze Nacht und auch den Tag danach. Apropos feiern, Christoph Kober ist für uns an der Fan- und Feiermeile in Berlin am Brandenburger Tor. Können die Fans denn noch? Das Spiel ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ja, und bei uns im Studio ist der Weltmeister von 1990, 24 Jahre ist das her. Damals der Empfang nicht in Berlin, sondern in Frankfurt auf dem Römer. Ist das vergleichbar mit heute? Ja, mit Sicherheit ist es vergleichbar. Für uns war das das Gleiche wie heute wahrscheinlich. Gefühlt, natürlich, glaube ich, sind es heute noch ein paar hunderttausend mehr. Und auch die meisten Deutschen zweifelten ja lange an der Aktion Titelgewinn im dritten Anlauf. Bis zum Spiel gegen Frankreich vielleicht. Was dann kam, ist für die Ewigkeit 7:1 gegen Brasilien und dann 1:0 gegen Argentinien im Finale von Rio. Auf all das können wir aufbauen an diesem Tag, den man historisch nennen kann. Unsere Sondersendung zu unseren WM-Helden, zum vierten Titel, dem vierten Stern für die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, Weltmeister von 1990, Guido Buchwald, und unserem Gast aus der Sportredaktion. Sie haben unser ganzes Turnier mit Analyse und guten Bemerkungen. Sozusagen aus Frankreich ist unser nächster Gast gekommen. Herzlich willkommen, Elisabeth Schröter. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sozusagen aus Frankreich, denn Sie sind Europaabgeordnete und das Europaparlament sitzt in Frankreich, nämlich in Straßburg, gar nicht weit weg von hier. Wie ist das? Nehmen Sie dort 20 Jahre nach der Einheit immer noch eine Skepsis gegenüber einem wiedervereinten Deutschland wahr? Dort eigentlich nicht. Aber schon spielte das vor Jahren im Parlament eine Rolle. In Warschau ist Mike Meuser. Guten Abend, Mike. Guten Abend. Haben Sie schon Informationen über die Wahlbeteiligung? Denn da muss man sich ja wirklich in Polen Sorgen machen, ob das noch über 20% ist. Ja, das ist die große Frage hier. Die Stimmung ist relativ entspannt. Ich stehe hier vor dem Kulturzentrum in Warschau. Dort drin kann man noch bis 22 Uhr wählen. Aber wirklich viele Polen werden dieses Privileg wohl nicht nutzen. Letzte Zahlen, es gab ja ein Institut, das hat letzte Woche noch von 15% Wahlbeteiligung gesprochen. Das wäre für ein so großes Land wie Polen mit 50 Sitzen im EU-Parlament natürlich kein Tag des Ruhmes. Aber es wird hier wohl auch keinen Tag der Überraschung geben. Also es wird wahrscheinlich so zwischen 15% und 20% am Ende sein mit der Wahlbeteiligung. Und auch heute ist die Stimmung dort heiter. Mike Meuser, wie machen die das? Hier in Freiberg, etwa eine Autostunde südwestlich von Dresden entfernt, produziert SolarWorld seine Solarstromanlagen. Und hier wird deutlich, warum der Konzern 2008 zum wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands wurde. Der Umsatz hat sich um 30% gesteigert und in diesem Januar lagen die Zahlen sogar noch deutlich über denen des Vorjahres. Analysten sind sehr optimistisch, was die Zukunft des Unternehmens betrifft, obwohl sie der Solarbranche insgesamt eine eher schwierige Zeit voraussagen. Die Gründe für diesen Optimismus, da findet man mindestens zwei hier in Freiberg. Fast alles dreht sich bei SolarWorld um das Silizium. Aus diesem Rohstoff werden Kraftanlagen gebaut, die für jeden aus Sonne Strom produzieren können. Spaniens Rettungsversuche im Bankensektor, neben der Blamage der größten US-Bank, eins der großen Themen heute an den Börsen. Auch in Frankfurt honorierten die Händler die Maßnahmen aus Madrid. Konrad Pohl fasst den Handelstag zusammen. Es gibt Regisseure, die haben einen so unverwechselbaren Stil, dass man ihre Filme sofort erkennen kann, selbst wenn man nur kleine Sequenzen vorgespielt bekommt. Warteten Zehntausende rund um das bekannte Münster auf ihn, während er mit seinem Papamobil durch die engen Gassen gefahren wurde. Ja, und jetzt müsste der Beitrag kommen. So. Oh,
Tja. Jetzt sind wir erwischt. Drauf. Und dabei wollten wir Ihnen eigentlich über große Ehre für große Stars was erzählen. Das wir versuchen es jetzt mal, genau. Marilyn Monroe. George Clooney. Will Smith. Das haben wir einem Lehrer aus den USA zu verdanken, der sich die Mühe gemacht hat, 600 Einzelaufnahmen der NASA zu einem Video zusammenzusetzen. Im Zeitraffer zeigt es den Flug über die Erde aus der Sicht der Astronauten an Bord der internationalen Raumstation ISS. Deutlich zu erkennen, die Lichter der Großstädte und Blitze von Tropenstürmen und Hurricanes. Über dem Südpol als grüne Schlieren sichtbar das Polarlicht Aurora Australis. Nicht ganz so poetisch, aber informativ unser Rückblick auf das Geschehen der Wirtschaftswoche. Bis gleich. Tschüss. Das war's.